Jetzt habt ihr alle eure Prüfungen hinter euch. Das ist dieser Uhrenraum, ne? Also soll jetzt so eine Art Uhrenraum darstellen. Dieser Ort, den es schon in... schon krass, dass wir immer noch in diesem Ort sind. Ich frage mich immer noch, ob wir diese Mannequins des alten Volks treffen. Aber bis jetzt sieht's nicht immer raus. Das verheißene Land noch treffen wir nur in diesem Part. Ja, was ich mir so frage. Was ist? Es ist nichts. Ist das jetzt meine Prüfung? Wie viel Spaß du hattest, Cloud. Gab es ein schönes Feuerwerk? Ja, jetzt kommt wirklich Clouds Prüfung. Klaus. Da auch noch eine Prüfung. Damit was hat er so viel Leid an jenem Tag. Und alles nur deinetwegen. Ach, sei ruhig, das war Schindler. Ist das, was du fühlst, überhaupt echt? Ich habe auch Hör das Gefühl. Auf, dir was vorzumachen, Cloud. Jessie. Sie war euch eine treue Freundin. Und doch hast du keine Träne vergossen. Warum nur? Sephiroth. Verzweiflung. Empörung. Schuldgefühle, Reue. Von all dem verstehst du rein gar nichts. Denn du bist meine willenlose Marionette. Sephiroth.
Ich bin anders als Sephiroth. Das wissen wir, Cloud. Gehen wir. Welches Team habe ich? UPR ist okay. Materie. Wir haben sie ja immer noch nicht. Und in CD1 waren die schwarze Materie zu holen, noch nicht das Ende von CD1. Da müsste mindestens noch eine Sache kommen. Jetzt oder nie! Aufgepasst! Ich zähle auf dich! Leg los! Wird erledigt! Hab dich gewarnt! Nimm das! Wer damit kommt, kriegt ein Sternchen. Ja. Yuki ist schon besiegt. Geht da noch voll ab. Kein Chromerz mehr. Oh Gott. Kann ich noch irgendwas herstellen aus Chromerz? Ich glaube nicht. Fehlt mir überall dunkle Materie. Verkaufen. Ich habe nämlich dafür keine Verwendung. Juffikation. Wem fehlt denn nur eins? Yuffie. Tja, das ist dann wohl die letzte Waffe.
Puma Shuriken. Und was ist die Fähigkeit? Purifikation. Ach du Mann. Was ist das denn? Alabantarei! Aus Moos! Nicht übertreiben! Bin mal so frei! Feuer ist effektiv, hätte ich mir auch denken können, weil Moos. Eine Lehrstunde! Wie so ein Pflanzentyp. Ene Mene, 1, 2, 3, Juppies, kommt herbei! Flamme der Ninja! Schönen Dank für die Spannung! Das kann nicht sein! Dann übernimm! Jetzt zeige ich euch, was ich kann! Los, geben wir an! Kannst du übernehmen? Wird erledigt! Sieht aber gar nicht gut aus! Was willst du mir? Hab dich gewarnt! Übernimm du. Keine Zeit zum Ausruhen, oder? Ja. Flieg! Zack! Nimm das! Und los! Los! Ich hab keine Ahnung. Der ist triffst du von da? Wird erledigt! Ich hab dich durchschaut! Leviathan? Mein Freund will Hallo sagen! Oh!
Feuer, ne? Eris. Hau da mal einen ordentlichen Feuerball drauf. Ich glaube, das müsst ihr nicht erledigen. Ich mach das. Ja. Feuer! Naja, gut. Oder auch nicht. Ich kann es nicht schlapp machen. Neuer Plan. Überlass das mir. Du hast eindeutig zu viel Dark Souls gespielt, Freund. Ein bisschen lang. Komm ich nicht von da oder komm ich von da oder von. Ich komme von hier, oder? Es ist scheiß verwirrend, wenn man im Kampf steckt und auf einmal. Weiß man nicht, wo vorne und hinten ist. Also gibt es da lang. So, Waffenkisten gibt es ja gar keine mehr. Das heißt aber auch, dass wir hier wirklich uns dem Finale nähern. Will ich aber noch nicht öffnen, weil ich oben noch nicht war. Limit müsste mal erholt werden. Hi, Dark. Ein Elixier, sehr, sehr geil. Ja, auch schwer können wir sowieso nicht Items verwenden, wenn das hier genauso ist wie im Dream Part 1. Also können wir jetzt alles raushauen. Wenn Opa das bloß sehen könnte.
Überwinder der Ewigkeit, die ihr hier vor uns steht. Die Zeit von uns Zetra neigt sich langsam, aber sicher ihrem Ende zu. Schon bald werden wir den Planeten an jene übergeben müssen, die sein Erbe mit Füßen treten. Immer mit Sven. Okay. Gegen die Plage, die sich vom Himmel auf uns senkte, zogen wir siegreich ins Felde. Doch das war erst der Anfang. Denn die Menschen, sie fürchteten uns. Und mehr noch, beneideten sie uns. Warum? War uns das eine weitere Liste der Plagen? Wir wissen es nicht. Doch das Schicksal hatte uns den Rücken gekehrt. Uns ward alles genommen. Bis auf unsere Wut und eine nicht enden wollende Trauer. Jetzt harren wir nur noch unserem Untergang. Vor langer Zeit wurden die nördlichen Lande verwundet. Und jene, die den Planeten heilen wollten, trafen dort auf die Plage. Die Plage wandelte ihre Gestalt, trug die Gesichter toter Geliebter. Sie streute ihre Saat aus. In uns und den Menschen. Wir bekämpften sie an der Seite des Planeten. Unzählige von uns kehrten zu ihm zurück. Doch die Plage tat dies nicht. Sie blieb dem Planeten fern, hielt schweigend den Atem an. Später gab man ihr einen Namen. Er lautete Genova. Ihr, die ihr sie nicht erseht,
Hütet euch vor. Eriondom. Denn die Saat der Plage keimt und wächst zu einem unheilvollen Ganzen. Jetzt liegt es an dir. Ich zeig euch, was ich kann. Arbeiten wir im Team. Lass mich mal. Was? Verdammt! Jetzt muss ich mal die Heilung nutzen. Ich wollte doch Wall. Übernimm du. Hier wird schon was einfallen. Verzieh dich! Dann übernimm. Komm schon. So. Na gut, wenn's sein muss. Yeah. Hey, du bist ich dran. Mach das. Überlass das mir. Los. Jetzt gleich vom Bosskampf. Tja. Ruhen wir uns erstmal aus. Aber erstmal holen wir uns im Laden, was gescheit ist. Was haben wir denn hier noch? Wir sind kaum gelevelt.
finde ja, das hätten sie weglassen können. Stattdessen, dass man es im Menü einfach immer machen könnte, weil immer wenn man zu so einem Punkt kommt, hat man nicht genügend Punkte. Zurückgelaufen. Wie gesagt, im Kampf verliert man schnell mal die Orientierung. Die boshafte schwarze Materie wird den Meteor rufen. Dieser wird alsdann niederfahren, um die Erde zu spalten. Und alles Leben wird vernichtet werden. Alles bis auf meines. Und dann bricht endlich die Herrschaft des Sohnes von Genova an. Doch ich werde nicht nur diese Welt beherrschen, sondern auch die, die bislang versucht haben, sich dem Griff des Schicksals zu entziehen. Wie meinst du das? So wie Genova werden auch die Welten sich wieder vereinen. Die Reunion. Danach wartet nur noch Ewigkeit. Ewig ist nichts? Ja. Zumindest noch nicht. Du irrst dich. Du bist im Unrecht. Ihr werdet hier heute sterben. Aber fürchtet euch nicht. Ihr kehrt bloß zum Planeten zurück. Zephyros! Auf diesen Gegner habe ich die ganze Zeit gewartet. Bin mal so frei. Der hat was im Schockzustand, was das ist hinten. Dieses Wesen bewegt die Wände, um das Schlachtfeld zu verkleinern. Füge ihm eine gewisse Menge an Schaden zu, während es die Kraft dafür gesammelt, um es zu stoppen und schockanfällig zu machen. Die Magieattacken seiner riesigen Hände kannst du verhindern, indem du mit eigenen magischen Angriffen seine elementare Schwäche ins Visier nimmst. Der hat doch gerade gar keiner. Gleich vernichten sich die Wände wieder. Jetzt kommen
Mann! Wie jetzt? Zwei. Du schaffst das schon. Stets zu Diensten. Hast du gewonnen? Komm schon! So wird das nichts. Jetzt so dreckig gelacht, war das Cloud? Nein, nicht schon wieder! Cloud wird wahnsinnig. Kannst du übernehmen zu Diensten? Geschieht dir recht. Cloud macht mir gerade Angst. Planet muss noch auf uns warten. Wer uns aufhalten will, muss schon eine ganze Ecke früher aufstehen. Lass mich durch. Er dreht immer mehr durch. Müssen wir uns Sorgen machen? Cloud.